An den Aktienmärkten ist es wie bei der zweiten Ehe. Es ist der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir sehen im Prinzip seit Wochen, seit dem Tief im März, eigentlich den Sieg der Hoffnung über die Erfahrung. Heute hat ein Veteran des Tradings, der Investitionen, nämlich Mr. Wiener, 87 Jahre alt, dieses wunderschöne Beispiel gebracht. Mit den Märkten ist es so wie mit eben einer zweiten Ehe. Es ist der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung. Gestern war ja der S&P 500 positiv. Das Jahr oder hat das Jahr jetzt positiv dann gestalten können. Heute sehen wir eine etwas merkwürdige Entwicklung an den Aktienmärkten. S&P, Dow Jones negativ, auch der Russell 2000. Auch vor allem der DAX sehr negativ, 1,6% im Minus heute. Damit zwei Handelstage in Folge im Minus. Das gab es seit vier Wochen nicht mehr beim deutschen Leitindex. Und auf der anderen Seite der Nasdaq, der ein neues Allzeithoch erreicht hat. Neue Allzeithochs bei Apple, bei Amazon. Also die Party bei den großen Tech-Werten geht einfach weiter. Wir haben heute einige Exzesse gesehen, zum Beispiel von diesem jungen Mann, das ist Dave Portnoy von Daytrader Global. Der hat gesagt, alles was ich mache, ist Geld machen, und es ist so verdammt leicht, das ist das leichteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich drucke einfach nur Geld, weil es so leicht ist. Aktien wie Flugzeugaktien, die steigen über 20% jeden Tag. Da ist doch jeder dumm, der mal Gewinne mitnimmt. Da ist ein Warren Buffett doof, der gar nicht weiß, was er derzeit kaufen soll. Dieses Video ist heute so ein bisschen viral gegangen, weil es etwas auf den Punkt bringt, weil es diese Exzesse wunderbar auf den Punkt bringt. Und diese Exzesse, die gehen ja heute eigentlich ungebrochen weiter, wenngleich eben differenziert. Die einen Indizes, die einen Aktien steigen einfach weiter, die anderen kommen etwas unter Druck. Donald Trump hat das gemerkt und heute nochmal getwittert, der Nasdaq hat ein Allzeithoch erreicht. Und wir sehen in der unteren Grafik den Tweetometer, die Tweets, wo Donald Trump über die Aktienmärkte spricht. Und wir sehen, es geht wieder deutlich nach oben mit seinen Tweets. Wenn die Aktienmärkte fallen, dann ist von ihm eher weniger zu erfahren über die Aktienmärkte. Aber derzeit, da geht es doch deutlich nach oben mit seinen Tweets. Und wir haben, wie gesagt, neue Allzeithochs gesehen. Amazon, die ja erstmals 1997 an die Börse gegangen sind. Home Depot, Bauhaus aus den USA 1981. Und Apple 1980 mit einem IPO. Also seit 40 Jahren an der Börse, heute der höchste Stand, der erreicht wurde. Wir haben dann aber auch solche Unternehmen wie Nikola Motors. Das ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, auch größerer Natur. Trucks, und dieses Unternehmen hat noch keinen einzigen Truck verkauft, will vielleicht im Jahr 2022 mal so ein paar Umsätze generieren, Elektrofahrzeuge. Gleichwohl ist dieses Unternehmen schon mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Auch das wieder mal ein wunderbarer Exzess. Ein Exzess auch die Kursentwicklung bei Boeing, die sich heute nicht fortsetzt. Die Aktie ist aber oder hat sich verdoppelt, ist über 240 Dollar gestiegen in wenigen Wochen, kurz davor war sie noch bei 120 Dollar. Man hat jetzt im Mai, wie man heute gesagt hat, bei Boeing 9 Cargo Jets Orders gehabt in diesem Monat. Man hat 4 Jetliners ausgeliefert, aber man musste 18 Jetliner Bestellungen wurden gecancelt. Man hat 14 Max-Orders praktisch gecancelt, und man hat 77 Jets gedowngraded, also praktisch weniger luxuriös ausgestattet, weniger motorisiert, was auch immer. Jedenfalls, es zeigt, wie die Dinge sind. Wir schauen uns nachher gleich nochmal die Aktie von Boeing an. Chesapeake hatte ich heute Morgen schon angesprochen. Hertz, das sind diese insolventen Unternehmen, die sich vervielfacht haben im Kurs gestern. Und jetzt sieht es so aus, dass jetzt wohl auch Chesapeake Insolvenz anmeldet. Die Aktionäre sowohl von Chesapeake als auch von Hertz, die werden leer ausgehen, und trotzdem steigen die Aktien um mehrere 100%. Das bringt so ein bisschen den Exzess, der derzeit an den Märkten der Fall ist, auf den Punkt. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Unternehmen, fast die Hälfte aller S&P 500 Unternehmen haben einen relativen Stärkeindex über 70. Alles über 70 gilt als stark überkauft. Wir haben in vielerlei Hinsicht, hier sehen Sie drei Grafiken unten, da sehen wir eben Anzahl der
prozentuelle Anzahl oben in dieser Grafik der Aktien, die ein RSI über 70 haben. Wir sehen Anteil der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, das sind fast 100%. Und wir sehen, dass über 30% der Aktien, die im S&P 500 handeln, über ihrem Bollinger Band handeln. Und das ist eigentlich eine relativ seltene Konstellation, dass Aktien oder Indizes über ihrem Bollinger Band handeln. Das zeigt eine extreme Extension im Prinzip der Bewertungen. Was auffällig ist derzeit auch, ist, dass die Zykliker nicht wirklich so mitkommen, nicht wirklich das tun, was normalerweise in einer Sektorrotation vor einem Bullenmarkt passiert, nämlich in Wachstumsphasen. Da sind es vor allem Zykliker, die sehr, sehr stark steigen gegenüber defensiven Aktien. Das ist derzeit nicht der Fall und das spricht dafür, dass wir möglicherweise jetzt nicht mehr zumindest vor einem Bullenmarkt stehen. Man könnte ja das, was da passiert ist, seit den März-Tiefs durchaus als Bullenmarkt bezeichnen. Rabobank, immer für einen guten Finanzwitz zu haben, hat heute getitelt: Warum sollten nicht eigentlich insolvente US-Firmen einfach das Bailout-Geld der Fed nehmen und einfach den S&P 500 kaufen? Und dann hätte man wieder mit den dadurch entstandenen Gewinnen ein neues Fundament für die Aufnahme des Geschäfts wieder. Aber wir sehen, dass die Realität sich doch relativ stark abkoppelt. Wir hatten ja am Freitag die wirtschaftliche Realität relativ stark abkoppelt, eben von diesen Exzessen an den Märkten. Wir hatten am Freitag ja die US-Arbeitsmarktdaten, die inzwischen klarerweise falsch waren. Das haben die Emittenten dieser Daten inzwischen ja klar zugegeben. Gleichwohl wird diese Zahl immer wieder und weiterhin genannt, nämlich diese über 2 Millionen neu geschaffenen Jobs und die Arbeitslosenquote. Bei, glaube ich, 12,4%, faktisch ist sie 4% höher. Jedenfalls hatten wir heute die JOLs, also die Job Openings, und die zeigen ein ganz anderes Bild. Da sieht man, was wirklich los ist. Das ist auch hier aus dem Mai, genauso wie die Arbeitsmarktdaten am Freitag ja den Mai erfasst hatten. Und hier sehen wir, da ist von neu geschaffenen Stellen überhaupt nicht die Rede. Völlig klar, dass auch im Mai natürlich in den USA Jobs verloren gegangen sind. Ein Problem für die Märkte könnte sein, dass in mehr als 50% der US-Bundesstaaten die neuen Fälle von Corona-Infektionen steigen, darunter vor allem auch Kalifornien. Wir sehen Arizona steil nach oben, aber es sind eben auch andere: Oregon, Puerto Rico, New Mexico, Arkansas. Also es sind sehr, sehr viele Bundesstaaten, in denen hier teilweise eine deutliche Welle nach oben erkennbar ist. Und das ist eben jetzt so einer der Risikofaktoren. Die Märkte haben mich schon eingepreist, dass das Coronavirus jetzt erledigt ist. In Deutschland scheint das weitgehend der Fall zu sein, aber in den USA ist das eben nicht der Fall. Und es sind ja die USA, die faktisch die Weltmärkte machen. Und wenn die US-Börsen ein Problem haben, dann haben die anderen eine schwere Lungenentzündung. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, wie zum Beispiel Tesla hat heute da einige Fälle gehabt von Coronavirus-Infizierten oder in den letzten Tagen. Und man hatte sich ja geweigert, eigentlich die Produktion einzustellen. Kalifornien, dort wo die Produktion von Tesla eben hauptsächlich stattfindet, hatte das ja eigentlich gefordert, dass man sich da an die Regeln hält. Tesla wollte das nicht, wollte dann in Gestalt von Elon Musk möglicherweise auch den Hauptsitz von Tesla aus Kalifornien heraus verlegen. Wir sehen insgesamt mal, wie es eigentlich um die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Regionen in den USA aussieht. Da haben wir New York alleine, die Stadt New York, mit 8,1% der gesamten Wirtschaftsleistung der USA, Kalifornien 14,6%. Und es sind ja vor allem West- und Ostküste da, wo die Wirtschaftskraft der Fall ist. Florida 5,1%, Texas 8,8%. Das sind diese Staaten, wo das Coronavirus am stärksten wütet oder gewütet hat. Vor allem New York hat ja so einiges hinter sich schon, ist auf dem Weg der Besserung, aber in Kalifornien ist das eben nicht der Fall. Hier sehen wir nochmal eine andere Grafik, wo man das sieht. Die Metro-Region New York steht schon mal für 10% des gesamten BIPs. Gestern ist da ja ein bisschen aufgesperrt worden wieder. U-Bahn fahren regelmäßig. Aber hier sieht man sozusagen die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Regionen. Im mittleren Westen ist so gut wie gar nichts. Im rechten Teil, also im tendenziell östlichen Teil der USA, sehr, sehr vieles und einiges eben dann an der Westküste, inklusive Silicon Valley. Aber das sind eben auch teilweise Hotspots in Sachen Coronavirus. Wir hatten heute Daten auch aus Deutschland. April-Exporte minus 24% zum Vormonat. Größter Rückgang
indem man hier verzeichnet hat, auch die Importe mit dem minus 16,5% größter Rückgang ever. Viele sagen, ja, das ist jetzt das Tief und wahrscheinlich ist es das auch, aber es zeigt schlichtweg die Verwerfungen, die derzeit der Fall sind. Schauen wir uns noch ein anderes Thema an. Wir sehen hier die JP Morgan Einschätzung zu der Geschichte von EZB, Bundesverfassungsgericht, und hier zeigt man sich enttäuscht über das, was eigentlich Christine Lagarde dazu gesagt hat. Das Ganze wird noch ein Riesenthema werden, nämlich das Bundesverfassungsgericht hat ja die Anleihekäufe der EZB im Rahmen dieser verschiedenen Programme als teilweise verfassungswidrig bezeichnet. Das könnte also noch wirklich ein interessantes Phänomen werden. Aber schauen wir uns ein bisschen die Charts an. Wie gesagt, morgen ist die FED-Sitzung. Das ist das, worauf die Märkte offenkundig warten. Hier sehen wir mal eine Boeing, die aktuell bei 223 handelt. Wir schauen uns mal den DAX an, der jetzt bei 12.621 Punkten ist, 20 Punkten ist. Wir sehen, da ging es doch ziemlich deutlich nach unten heute Vormittag und dann so eine zittrige Erholung, wie Rüdiger Born formulieren würde. Wir sehen das neue Allzeithoch beim Nasdaq, der jetzt allerdings wieder ein bisschen dieser Gewinne abgeben muss. Dow Jones heute deutlich schlechter am Start, S&P 500 aktuell bei 3.213 Punkte. Schauen wir nochmal auf Gold, was da passiert ist. 1.714 ist also gestiegen heute mit so einem Risk-Off-Ton, also einer gewissen Risikoaversion. Wir sehen den Euro, der weiter zulegen konnte wieder, deutlich über der 1.13er Marke, und abschließend Crude Oil, das wieder unter Druck kommt ein bisschen bei knapp über 38. Also das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, es ist derzeit die Lage, dass man wartet auf die Fed. Wir sehen nach wie vor Exzesse, es ist nach wie vor ein bisschen skurril an den Märkten. Was wird passieren? Das ist die große Frage. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind beim Videoausblick, und sage euch Servus und Ciao.